Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen wunderschönen Sonntagmorgen. Heute ist der 16. Mai 2021 und wir haben gestern den letzten Eisheiligen, in dem Fall die letzte Eisheilige Sophia, ganz gut überstanden. Wir haben jetzt Morgentemperatur im südlichen Wien von 11,8 Grad. Das bedeutet, die Feigenernte dürfte heuer bei uns wieder gut sein. Voriges Jahr war sie leider schlecht, weil da ist es unter 10 Grad abgekühlt und da verliert dann der Strauch die Lust, die Feigen weiter wachsen zu lassen. Wegen gestern muss ich mich leider entschuldigen, ich hatte Besuch bis spät am Abend, also bis 22.30 Uhr und ich bin nicht dazu gekommen, Kommentare zu beantworten. Ich habe noch einige gelesen um 23 Uhr, aber ich bin dann ins Kistchen gehupft und regenerieren, weil wir haben viel Bewegung gemacht. Gut, was haben wir vor uns? Wir haben vor uns das Trigon zwischen Sonne und Pluto. Die Sonne als Herrscherin des ersten Hauses im 10. Haus und Pluto als Herrscher des 4. Hauses im 6. Haus. Also da bahnt sich schon einiges Interessantes an. Und schauen wir mal, ob wir das Horoskop auflösen können. Meines Erachtens ist es ein 4-Monats-Horoskop, weil eben von Konjunktion, Trigon, Trigon sind jeweils 4 Monate Abstand. Die Zahlen lauten 17, 22, 24, nochmals 24, 26, 27 und die 9. Könnte interessant werden, es fängt zumindest ganz gut an. Die 17 als eine große, gute Schutzzahl, man wird sozusagen von oben beschützt, man soll quasi Göttliches oder Kosmisches auf Erden wirken lassen. Na, da haben wir doch gestern im 7. Teil ein wenig darüber gesprochen. Erste, zweite, dritte Aufmerksamkeit. Die dritte Aufmerksamkeit ist die Sphäre der Schwarzmagier, sozusagen die Hölle, die von Religionsgemeinschaften gerne als der Himmel bezeichnet wird. Und das, die zweite Aufmerksamkeit, die drübere Seite, die man durch den Lichttunnel erreicht. Ja, ich bin auch schon mal gestorben im Zuge einer außerkörperlichen Reise. Sehr interessante Geschichte. Es war eine Zeitreise in die Zukunft, aber dazu habe ich schon früher ein paar Videos gemacht. Aber egal. Wir haben hier an zweiter Stelle die 22. Die 22 steht für Hochmut, aber auch für große Blockaden, für Sturheit. Aber es ist auch eine Meisterzahl. Also das heißt, hier geht es darum, man soll die Dinge in die Tat umsetzen. An dritter und vierter Stelle haben wir die 24. Das steht für Partnerschaftsprobleme. Ich würde sagen, ich lese aus dieser Zahl immer wieder Streit heraus. Und naja, der Mars steht dann nach wie vor im Krebs, im 11. Haus. Da streiten dann Gruppen und Parteien untereinander. Also das heißt, hier herrscht Zwietracht und Unfrieden. Wir sollen aber hier lernen, bei der 24 auch die Ansichten anderer gelten zu lassen. Wäre mal was anderes. Das kenne ich von mir. Ich war auch ein Meister im Nicht-Zuhören. Ja. Ich habe viele Jahre halt, ihr kennt das vielleicht selber, wenn man diskutiert und man überlegt nur, was kann ich dagegen sagen? Was kann ich dagegen sagen? Ich habe gar nicht zugehört, hat mich gar nicht interessiert. Mit zunehmender Reife, also mit fortschreitender Jugend, habe ich halt auch dazu gelernt. Hat sich nicht vermeiden lassen und es tut gut, auch anderen mal zuzuhören. Die 26 gilt sozusagen als Sklaventreiber. Hier sind Geben und Nehmen aus der Balance. Und man wollte sich drücken, kommt da nicht so gut zum Vorschein, man wollte sich drücken und jetzt muss man sich alles erarbeiten und es selber machen, nicht mehr andere ausnützen. Die 27, der Perfektionist, der 200-prozentige, der bereit ist, sehr, sehr schwer zu arbeiten und sehr, sehr viel zu tun. Das wird dann aus dem Horoskop mit Herrscher von 1 in 10 auch schön herausgehen. Und die 9, als letzte Zahl, die Quersumme, die Weisheit, das Wissen, na, wo ist es im Licht, Weisheit, Wissen, zählt auch als Arbeitszahl, aber auch Rückzug, Fortschritt, Flucht in die Arbeit. Für mich ist das die große Wissenszahl. Weiter zum zweiten Teil. Ende.